Herzlich willkommen, Leute. Ich bin's wieder, euer Paul G. Und heute mit einem Unboxing. Und zwar ist das die Hinterachse, weil es kann nichts anderes sein. Ich habe nichts anderes bestellt. Und das ging eigentlich ganz schön schnell. Das hat gerade mal 2 Tage gedauert, trotz dass ich per Überweisungsschein abgegeben habe. Das dauert ja meistens noch einen Tag länger. Muss ich echt sagen, super schnell. Das Paket ist ein bisschen größer. Man sieht es nicht ganz auf dem Video. Aber ist jetzt nicht so schlimm, weil das wird sich ja gleich wohl ändern, weil die Achse ist ja nicht so groß. So, jetzt muss ich mal kurz... Ich stehe nicht gerade neben der Kamera. So. Ah, dieses schöne Styroporzeug. Ah, ich hasse das Zeug. Ach, verdammt. Ich mach das jetzt mal alles hier auf meinen Schreibtisch. Oh, ah. So, den lege ich erstmal kurz beiseite. So, den Karton machen wir mal weg. Eieiei. So. So, schön eingewickelt. Echt gut eingepackt. Damit auch ja nichts kaputt geht. Antriebsknochen. So, das ist gerade ein bisschen schwierig, also nicht wundern. Boah, ganz schön ist. Ob das jetzt täuscht oder nicht, ich glaube, die Dämpfer sind größer. Sind halt FG-Dämpfer, die sind im Durchmesser größer als die von Carson. Die von Carson sind 16 mm. Die von FG 20. Ja, ich muss da kurz gucken, wegen Spiel. Oha, das sieht gar kein Spiel. Echt Hammer. Boah, geil. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, die Achsen sind hier ein bisschen angekratzt. So ganz leicht. Das scheint wahrscheinlich irgendwie so ein paar Steine oder so oder Sand ist ja wohl damit drin gefahren. Aber sonst sieht es echt gut aus. So, die Platte hier ist auch noch heil, die ist ja bei mir gebrochen. Ja, die Dämpfer, ich hoffe, dass die gut funktionieren. Weil meine sind ja total am Arsch hinten. Also wie es sich anfühlt, noch ganz gut. So, diese Kugelköpfe hier, die sind ja bei mir auch ausgeschlagen. Ich hoffe, dass es auch hier einigermaßen... Oha, kein Spiel. Richtig geil. Boah, Hammer. So habe ich mir das vorgestellt. Und das gerade mal für 19 Euro, Leute. 19 Euro. Einfach nur Hammer. Sondern ich will auch hoffen, dass es hier mit den Lagern passt fürs Differential. Ja, werde ich gleich sehen. Ich werde die nämlich einbauen. Und dann schalte ich nicht nochmal ein. Und dann schauen wir uns das mal an, wie das aussieht. Und wie das Auto federt und so weiter. Ja, dann würde ich mal sagen... War jetzt nur so ein kurzes Unboxing, ne? Weil hier ist ja jetzt nichts Besonderes dran. Hier sind übrigens schon wieder gegen meinen Notenständer. Sorry, Leute. Weil ich stehe hier gerade. Das ist nicht einfach. Mein Rücken tut da nicht weh. Weil ich hier so gekrümmt stehe. Ich muss mir unbedingt was anderes einfallen lassen. So viel dazu, ne? Hier 2 Antriebsknochen noch dabei. Wenn die dicker sind, werde ich die verwenden. Oder in einem besseren Zustand. So wie es aussieht. Ne? Muss ich mal gucken. Besseren Zustand scheint es auf jeden Fall zu sein. Ja, hier die Sauerei muss ich gleich erstmal wegmachen, bevor ich mich in die Garage verziehe. Jo, das war das Unboxing. Wir sehen uns gleich in der Garage wieder, wenn ich die eingebaut habe. Ich müsste eventuell hier die Vierkants wechseln. Die könnten nämlich größer oder kleiner sind die, glaube ich. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen, ne? Vielleicht hier noch Spursturz einstellen und so weiter. Werde ich aber alles machen und dann schalte ich wieder ein, ne? Jo, dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, ich bin fertig mit dem Einbau. Ich habe knappe 2 Stunden gebraucht, so circa, weil ich hatte ein paar Probleme. Also jetzt so mit dem Einbau, das ging eigentlich ganz gut und sie passt wie angegossen. Nur ich habe etwas festgestellt, und zwar hier ist das ausgerissen. Also nicht ausgerissen, sondern, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber auf jeden Fall, die biegen sich. Also ich weiß nicht, wie ich das sagen sollte. Hier sind ja... wo ist die Schraube? Da. Die ist zu den Begrenzungen einstellen, wie weit er ausfedern soll. Das brauche ich aber nicht, weil so haben die Antriebsknochen bei mir auch noch Spiel. Hin und her, wenn sie komplett ausgefedert sind. Das ist noch ein... Das ist nicht zu viel, das reicht. Wenn nicht, werde ich es ein bisschen weniger machen. Aber der Vorbesitzer hatte dieses hier mit der Begrenzung benutzt. Und dadurch haben sich diese
Schenkel hier, die oberen, hochgebogen und die Stange hat sich gerade gemacht. Also sprich, die haben jetzt hier drinnen Spiel. Und das ist auch gar nicht so wenig. Also sprich, das ganze Plastik biegt sich hier drauf. Das Gewinde ist also nicht mehr so geil. Aber es hält hier noch auf jeden Fall. Nur es biegt sich halt. Deswegen habe ich das jetzt rausgemacht. Also das ist auf beiden Seiten. Schade. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Ob das ein Fehler von ihm war. Oder, ja, kann er nur ein Fehler von ihm gewesen sein. Ob er das vielleicht noch nicht mal selber gemerkt hat. Schade. Weil es ist echt blöde. Aber, naja, Hauptsache es hält. Und es biegt sich jetzt nicht so oft. Weil, ich meine, es ist jetzt nicht so ein teurer Schaden. Weil ich meine, ich kaufe dann diese Dinger einfach neu und dann gleich aus Alu. Das kostet ca. 30 Euro. Und das ist kein Problem, Leute. Ich habe damit jetzt kein Problem. Ich meine, die Axt hat gerade mal knappe 19 Euro gekostet. Mit Versand 25 oder 26 Euro. Und ey, das ist doch billig, Leute. Ich überlege, was ich hier für Ausstattung habe. Hier sind Aufschrauben. Das bedeutet, falls das hier mal irgendwie ein bisschen Spiel bekommt oder so, drehe ich die einfach ein bisschen fester und dann ist das Spiel wieder weg. Ist doch geil. Und die sind hier drinnen natürlich auch, ne? Da. Und die Stoßdämpfer, boah, die sind ja mal fett, Leute. Ey, dagegen sind ja die Originalen da vorne überhaupt nichts. Also die sind ja mal richtig geil. Federn tut es auf jeden Fall besser, also... Naja, er könnte ein bisschen mehr ausfedern, ne? Wenn ich jetzt so, ist er komplett ausgefedert, drücke ich ihn runter, kommt er nicht mehr so viel hoch. Ne, aber sonst so, er kommt ein bisschen langsam hoch, aber da werde ich hier wahrscheinlich irgendwas machen. Mal gucken, weil hier sind keine Einstellclips bei. Vielleicht dann die mal nachkaufen muss, mal gucken, wo es die gibt. Dann werde ich das ein bisschen spannen, aber sonst so, wenn ich ihn jetzt hochhebe, lass ihn runterfallen, dann bleibt er direkt stehen. Meiner, der hat dann immer, der ist aufgekommen, der ist wieder hochgesprungen und wieder runter, ne? Und dann hoppelt der so über die Wiese wie so ein Hase. Und das ist richtig scheiße. Das geht übelst aufs Getriebe. Und man kann nicht richtig fahren. Aber hiermit ist er sofort unten. Das kann ich auch mal vorne demonstrieren, wie ich das meinte. Da hat er das nicht auch. Seht ihr das? Da federt er einfach scheiße. Und hinten... Perfekt. Also ihr könnt ein bisschen strammer sein. Da würde es vielleicht ein bisschen besser gehen. Aber so ist es richtig perfekt eigentlich. Jetzt so von der Ausstattung her finde ich die Achse eigentlich richtig perfekt. Ne? Wie gesagt, das ist eigentlich ein bisschen ärgerlich hier mit den Dingern, aber naja, ist nicht so schlimm. Wird halt aus Alu gekauft. Das wird jetzt erstmal auf jeden Fall noch halten. Ja, das finde ich hier am geilsten mit den Dingern, weil das ist eigentlich richtig perfekt. Die Teile sind ja auch nicht billig, glaube ich mal. Sind ja noch einstellbar und alles. Einfach nur richtig geil. Oh, ich bin richtig happy, Leute. Also die Achse ist auf jeden Fall fast spielfrei. Nur die Lager haben einen kleinen Tick Spiel, aber das ist nicht schlimm. Das ist, glaube ich, normal so. Nur hier müsste ich mal eine kleine Unterlegscheibe zwischen, hier zwischen Achsschenkel und diese Achse hier. Also hier müsste ich mal so eine kleine Unterlegscheibe auf beiden Seiten, weil da haben die jetzt ja ein bisschen Spieler passt, eine kleine Unterlegscheibe zwischen. Werde ich irgendwann mal machen. Jetzt erstmal nicht. Ja, die Spur muss ich noch ein bisschen einstellen und Sturz. Aber sonst ist der Buggy jetzt wieder ready, Leute. Ich muss auch gucken, wann es die nächste Ausfahrt gibt. Weiß ich nicht. Und ja, ich schätze mal, vielleicht werde ich mir diese Woche noch, oder wenn nicht nächste Woche, also das ist jetzt das Schnellste, was möglich wäre, den Really Air Attack holen. Weil wir wollen vielleicht jetzt wegfahren und den dann aus dem Modellbauladen holen, wenn die den da haben, was ich aber bezweifle. Wenn nicht, wird er bei Konrad bestellt. Falls das nichts wird, da muss ich mal gucken, weil ich den dann kaufe. Aber auf jeden Fall hole ich mir den. Das steht schon mal fest, weil ich mag das Auto und ich möchte gerne von jedem eins haben. Also einmal hier so einen großen, dann so ein Elektro und dann halt Nitro-Verbrenner. Ne? Ich möchte alles mal ausprobieren, wie das so ist. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Na gut, okay. Das war wieder jetzt so ein, ja, ein Unboxing und so ein kleines Teil Tagebuch, sage ich jetzt mal. Aber ich schreibe nur Unboxing hin. Weil ich habe die jetzt hier eingebaut und ich bin echt zufrieden, Leute. Richtig hammergeil. Ich bin happy. Ja, das war's eigentlich auch schon wieder von mir, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich war's, euer Porgy. Tschüss.